One Day Earlier. Melilla, 17. Juli 1936. Representation Terricum. Hola, ¿hay alguien? Shh, baja la voz. Podrían oírnos. ¿Eres Tomás? Sí, soy yo. Me he retrasado porque he tenido que ocultarme de unos soldados que patrullaban la zona. Tranquilo, todavía estamos dentro del tiempo planeado. ¿Cuál es la posición de la base? Está situada al este. No te resultará difícil llegar. Lo complicado será lograr escapar si te descubren. Pues entonces no tenemos que preocuparnos por nada. ¿Vienes conmigo? Yo no te puedo acompañar. No quiero poner en peligro a mi familia. Comprendo. Demasiado has hecho ya guiándome hasta aquí. Recuerda, no eres la única que está en contra de los planes de los militares sublevados. Sé de buena tinta. Algunos soldados también se oponen al levantamiento. Encuéntranos. Seguro que no dudarán en unirse a tu causa. Intentaré cumplir sola esta misión, pero no me vendría mal algo de ayuda. Ojalá tuviera noticias de él. He de centrarme en mi misión. So, und wie ihr mitbekommen habt, spielen wir die Rebellen, deren Namen ich jetzt noch nicht kenne. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty 2 Spanish Civil War. Ich bin offline, ja, ich weiß, ich habe gerade meinen Stecker gezogen. Ja, wir stehen auf der Seite der Kommunisten, sind auch, glaube ich, eine Kommunistin, weil die Mütze passt zu einer Organisation, zu einer Gruppe, die auf diesem Lastwagen stehen müsste. Genau. Und zwar ist das die CNTFAI. Und die CNTFAI war, glaube ich, eine kommunistische oder auf jeden Fall eine Opposition des Militärs. Ihr seht, und das sind jetzt halt die nationalistischen Truppen. Oh, die, hä? Das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Der Felsen ist durchschüssig. Macht gar keinen Sinn. Der Sound war ja wohl der Geist, den ich je gehört habe. Thanks, guys. Just in time. Das war's schon? Ja, gut. Naja, dann mache ich gleich noch die nächste Mission mit. Weil La Guerra Civil Española. Nein, das möchte ich nicht sehen. The Siege of Alcazar, Toledo, 23. Juli 1936. Seré breve. Si no rinde la fortaleza en 10 minutos, fusilaremos a su hijo Luis. Quiero hablar. Padre, soy yo. Luis, hijo mío. Ven conmigo.
tiniebla de adiós y muere como un héroe. Eso será fácil. Ambos lo haremos. Acabas de escuchar por última vez. ¿Vas a dejarlo morir? ¿No vas a acceder a nuestra petición? Jamás. ¡Viva España! Ja, wir sind praktisch wieder die nationalistischen Rebellentruppen, die in einem voreingeschlossen sind. Jetzt sind wir nämlich wieder auf der Seite der Nationalisten. Und der Typ hat, der Sohn von dem Typen hier wurde gefangen genommen. Und er ist aber bereit zu sterben. Und er lässt sich von den Rebellen auch nicht einschüchtern. Also der Sohn ist bereit zu sterben und ist jetzt wahrscheinlich auch tot. Und jetzt sollen wir den Scharfschützen killen, der da draußen irgendwo rumläuft. Gehen wir mal nachsehen. Ich erstmal irgendwo, oh Gott, da ist ja eine Treppe. Da sollte ich mal hoch. Ja. Werden wir uns das mal ansehen. Da sind auch noch einige Soldaten von uns. Und ich gucke die jetzt mal ganz kurz an mit euch. Denn was euch auffallen wird, ist der Helm. Denn wie euch auffällt, der Helm ist der Helm. Oder sieht zumindest dem Helm der NVA sehr ähnlich. Ich habe mal gelesen, dass der Helm der NVA eigentlich der Helm der Wehrmacht sein sollte, weil er ja schon länger geplant war, aber dann verworfen wurde. Also wurden die Helme... Außer, dass es ein spanischer Stahlhelm ist, ich bin mir da nicht sicher. Müssen Scharfschützenhelme finden. So. Wir müssen halt aus der Stadt auch aus der Rebellentruppen, von den Kommunisten und auf. Das müsste mir irgendwo noch einen Weg rausgeben. Ich weiß allerdings nicht wo. Ah, da hinten. Ich finde das Kim und ich finde die Kim und Konya bei der Waffe immer sehr lustig, weil die so klein sind, so unscheinbar. Ja. So, jetzt gehen wir aus der Festung raus. Folgen uns noch jemand oder machen wir das Ganze allein? Anscheinend machen wir das Ganze allein. Ich werde immer nebenbei mal, wenn mir ein paar Informationen einfallen zu irgendwelchen Sachen hier drinne, sei es geschichtlich oder auch wegen den Gruppierungen, werde ich hier nebenbei mal versuchen, einen Artikel von Wikipedia zum Beispiel einzublenden, an die, so dann so an die Seite, wo ungefähr dann so steht, was ist oder wie das aussieht. So, Game saved alles, es ist jetzt 0:45 Uhr. Ich nehme das ja im Anschluss an die erste Folge auf. Ah doch, da kommt noch einer mit. Zwei. Ja, zwei. So, das sind jetzt praktisch, Kommunisten und Assault Guards. So, dann heizen wir den mal ein. Der ist weg. Und da seht ihr auch wieder, die Mützen der Typen sind die von der CTN FAI. Weil die auch schwarz-rot sind. Das ist sowas wie deren Symbol. Wer die Typen mit den Hüten sind, weiß ich jetzt gar nicht genau, um ehrlich zu sein. Aber es gibt ja auch Zivilisten mit Gewehren, also. Oh, oh Mist. Ah, Molotow. Wer bist du, bitteschön? Da steht aber,
das eine kommunistische Flagge ist. Und das ist eine russische Flagge, sonst... ich hab... Hier gibt's nichts Wichtiges. Weil ich auf der Seite muss. Ja, aber auch so, damit ist auch ein roter Stern, das heißt, er ist wirklich schlecht wie alle von den Kommunisten. Und da haben sie noch richtige Wagen von den Kommunisten. Nicht mal wieder alle. Dankeschön. Ja, die sind wirklich wieder von der... Noch ein Zeichen hier drauf. Ist das ein Eichhörnchen? Nee. Aber von wem seid ihr denn jetzt? Du zum Beispiel. Regimento irgendwas. Aber auch ein kommunistisches. Ein Stern drauf. Oder sind das russische Soldaten, die hier mit operieren? F-A-I. Doch, das ist auch die F-A-I. Ich nehme jetzt einfach mal so mal beim kurz erobert. Granada, a cubierto. Al suelo! Stör. Oh, Molotov. Das ist dufte. So, gucken wir uns mal hier drin um. Oh, ich habe es anscheinend geschafft. Ja, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich heute für diese Folge und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, macht's gut. Servus.